Und das ist das Traurige, Olaf Scholz, deswegen auch unsere Videos, der hat mal ein volles Versprechen abgegeben. Ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Da haben Menschen sich dran Hoffnung geschöpft. Da haben Menschen mit kalkuliert. Deswegen meine Anschlussfrage an dich. Ihr habt ja viel Kontakt zur Politik. Gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, dieses Ding noch rumzureißen? Du bist ja noch aktiv, mit 7 muss bleiben und so weiter. Wir werden euch nicht in Ruhe lassen. Wir werden die Politiker das an die Nase halten. Jede Gastronomie, die zumacht, werde ich denen vor die Nase halten. Klar. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, die 30.000 Existenzen löscht, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Hallo zusammen, ihr seht schon heute mal ein neues Gesicht auf unserem YouTube-Kanal, über das ich mich riesig freue, Kemal Urus, und zwar als der Gastroflüsterer, das wohl bekannteste Gesicht der deutschen Gastronomie, der Markenbotschafter oder der Branchenbotschafter, muss man fast schon sagen, Kemal, und ich freue mich, dass du heute hier bist. Die Gründe, warum du hier bist, sind leider nicht so schön, aber herzlich willkommen. Ja, die sind nicht so schön, aber ich freue mich trotzdem. Hi Dominik, servus. Für alle, die Kemal noch nicht kennen, folgt gerne mal sein Instagram-Profil. Hier unter dem Video verlinkt auch seinem YouTube-Kanal, der noch recht jung ist. Auch das lohnt sich wirklich sehr. Nicht nur für Gastronomen, auch für alle Selbstständigen oder für alle Interessierten, was so in der Welt passiert. Ich finde es sehr unterhaltsam, was du machst. Stell dich doch mal ganz kurz in ein paar Worten vor, Kemal. Wer bist du, was machst du, damit die Zuschauer dich ein bisschen besser kennenlernen? Ja, mein Name ist Kemal Urus. Bin jetzt leider auch schon 46 Jahre alt, wie man sieht. Ich bin Gastronom. Schon seit, ich habe Kaufmann gelernt, dann habe ich eine Gastroausbildung gemacht und war schon mit 21 im Hotel im Management, also sehr viel Gas gegeben, wollte immer Erfolg, Erfolg, Erfolg und habe dann schnell gemerkt, Konzern ist nichts für mich, habe mich selbstständig gemacht und es ist dann wachsen, ein Konzept kam zu dem anderen. Am Ende habe ich für mich das Catering entdeckt und habe gesagt, okay, skalierbares Produkt, nicht so kleinteilig, kannst du auch ein paar tausend Essen machen aus einer Produktion. Das war auch schon vor 15 Jahren, muss ich jetzt mal so überlegen. Und damit fahren wir jetzt. Und dann gab es Firmeninvests auch in der Richtung, in der ich tätig bin. Dann kam Corona, als alles super lief. Und ich irgendwie, keine Ahnung, 42 war und dachte, bis jetzt nur Scheiße gefressen. Ich habe wirklich, wirklich viel gearbeitet. Also sagt ja jeder von sich, aber Gastro und ohne Geld mit null anfangen in einer fremden Stadt, ich komme aus Süddeutschland, 10.000 Einwohnerdorf. Ich habe Schwäbisch gesprochen, krass. Ja, aus der Region von Villingen-Schwenningen übrigens, kann man ja mal sagen, weil da kommen ja Stocker. Mehr Kühe als Menschen, so ungefähr. Aber dann kommst du nach Hamburg, redest halt badenserisch und also das war schon in der Achterbahnfahrt, kein Geld, nichts. Ja, und jetzt machen wir so mit 150 Mann 12, 13 Millionen Umsatz, habe nie Investoren reingeholt und. Also es war eigentlich irgendwann, wo ich dachte, oh, so ab Mitte 40 kannst du so ein bisschen aus dem Operativen raus und so ein bisschen lenken, dass ihr auch viel Erfahrung sammelt als Unternehmer. Dann kam Corona und dann habe ich das Handy in die Hand genommen, habe erstmal also Tipps gegeben, weil ich ein Buch geschrieben hatte, Erfolg nicht ohne meine Seele. Also durch die Auf und Abs bin ich krank geworden, sehr heftig krank geworden, sogar mit Mitte 20. Das ging bis fast ich 40 war. Und dann habe ich Tipps gegeben, aber das lief nicht so gut. Und irgendwann hat gesagt, dann um die Ecke ein Bekannter, Mensch, warum redest du nicht über Gastro? Steh doch zu deiner Vita. Sage ich, Gastro, also, du wissen eh alles besser. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal ein Video. Dann habe ich ein Video gemacht, das ging, glaube ich, eine Minute, wirklich kein Skript, nichts, ein One-Take, kein Editing, nichts. Und das haben irgendwie 9 Millionen Menschen gesehen. Oh. Und dann habe ich gemerkt, Alter, es funktioniert. Und das ist auf TikTok passiert. Und dann kam es rüber auf Instagram. Und dann habe ich gesagt, okay, wer macht die Nische? Wer ist da drin? Und dann hat er da keiner. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal Gas geben. Stell mal 3 Leute ein. Und dann heißt der Creator als Gastroflüsterer entstanden. Und das ist auch schon 3 Jahre her. Ja, und heute kennt dich fast jeder, der schon mal irgendwie mit Gastro in Berührung gekommen ist oder zumindest in den letzten Monaten mit einem traurigen Thema. Und wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung in Metzingen. In der Outlet-Stadt sozusagen und war ein toller Abend, aber was ich dazu sagen möchte, da ging es dann vor allem auch schon mal darum, dass man festgestellt hat, dass zwar für viele Menschen alles gut aussieht, aber viele gerade in der Schräglage hängen, du hast es auch damals angesprochen, und zwar ging es um den Kampf der Mehrwertsteuer. Und das ist auch der Grund, warum wir hier heute reden, Kemal. Und ja, es ist so, dass
Wir haben auch ein Video auf unserem Kanal darüber gemacht. Ich verlinke es hier auch gerne mal. Und das war übrigens so ein bisschen abgespickt von dir, da muss ich zugeben, weil ich hatte ein Video gesehen, wo du sagst, hey, Olaf Scholz verspricht den Deutschen, dass die Mehrwertsteuer bei 7% in der Gastronomie bleibt. Also für alle, die es nicht wissen, 7%, wenn man im Restaurant essen geht. Und dann hat er das den Menschen oder den Gastronomen versprochen, dass auch über das Jahr 2023 hinweg diese Mehrwertsteuer reduziert bleibt. Und nun ist es gebrochen worden. Aber erhol uns doch mal ab, erklär uns doch mal die Zusammenhänge, was da aktuell passiert ist und was du da überhaupt mit zu tun hast. Ja. Also vielleicht in kurzen Worten, die Gastronomie ist in einer kompletten Schieflage. Wir haben 30.000 Betriebe zu Corona verloren. Das war aber eher eine sanfte Phase. Ne? Die Betriebe waren zu, du hast Kurzarbeitergeld gekriegt, du hast Hilfen bekommen. Jetzt läuft alles, die Kosten laufen und die Menschen haben kein Geld in der Tasche, weil alles aufgebraucht ist. Und Gastronomie ist schon wenig Marge drin. Ja, du kannst 15% Marge machen, aber wenn du ein paar Fehler machst, hast du schon 15% mitgebracht. So ungefähr. Mhm. Und Fehler machen leider viele, weil viele Quereinsteiger sind und auch Feuerlöscher spielen oftmals. Sag ich mal. Mhm. Systeme, Strukturen sind bei uns nicht so gang und gäbe, noch nicht. Digitalisierung auch nicht, kommt aber. Dafür kämpfe ich mit meinem YouTube-Kanal jetzt. Aber ich habe gemerkt, aufgrund der Community, wie viele Nachrichten mich erreichen. Ich habe gemerkt, wie mein eigener Betrieb, die Individualgastronomie, ich 80.000 Euro mitgebracht habe. Und dann habe ich gesagt, Alter, was machen die? Wenn die das Ding abschaffen, dann wird es nochmal mindestens 30.000 Menschen treffen. Die DEHOGA sagt 12.000, Experten sagen 15.000. Ich sage, ja, das sind die, die zumachen müssen. Aber wie viele Leute machen wie du und ich zu? Weil sie sagen, als Unternehmer, warum soll ich Geld wechseln? Warum soll ich überhaupt mit den Leuten reden? Warum soll ich ein Meeting machen? Warum soll ich 1 Million investieren? Und das ist ja das Problem. Und mit denen zusammen werden es 30. Und am Ende, und das ist das, was mich wirklich traurig macht, trifft es die Kleinen. Es trifft den Italiener, den Dönermann, es trifft das kleine Café, weil die werden es nicht schaffen. Und die Systeme sind im Vormarsch. McDonald's wird aber 500 Filialen auch machen. Ich habe gar nichts gegen McDonald's. Im Gegenteil, die machen einen super Job. Aber Deutschland ist halt im Vergleich zu Amerika, Amerika hat 80% System. Also egal, wo du in Amerika reingehst, auch wenn du es nicht denkst, es ist ein System. Eine große Kette mit vielleicht 200, 300, 400, 500 Filialen. Und in Deutschland ist es genau andersrum. Wir haben 80% Individualgastronomie, 20%, 30% vielleicht Systeme. Und diese Verlagerung wird Richtung Amerika gehen. Und das finde ich halt für unsere Straßen, für unsere Stadtviertel total langweilig. Wenn wir uns mal anschauen, Kemal, danke für den Einblick, wenn wir uns mal anschauen, wo das Ganze herkam. Es ging ja in der Pandemie, als wirklich kaum ein Gastronom erleben konnte, weil einfach viele weggeblieben sind, die sich zu dem Zeitpunkt einfach gesagt haben, ich setze mir keine Maske auf, ich möchte nicht mehr ins Restaurant oder, ja, haben die Gastronomen ja schon enorm gelitten. Und dann gab es diesen Einschnitt der Politik zu sagen, wir gehen runter, wir führen eine reduzierte Mehrwertsteuer ein. Und man bleibt dort dann entsprechend auch. Würdest du sagen, dass dieser Punkt dann etwas positiv bewegt hat? Also haben es die Gastronomen gespürt? War das dann so ein kleiner Lichtblick, der die Gastronomen auch ein Stück weit am Leben gehalten hat? Oder würdest du sagen, das war auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu dem Zeitpunkt? Nein, 12% ist schon eine Macht. Ja. 12% hat uns, es wären wahrscheinlich doppelt so viele Betriebe kaputt gegangen. Damit haben die Menschen A, Hoffnung geschöpft. Wir haben gemerkt, wir haben eine Relevanz. Wer nichts wird, wird. Ne? Das ist so. Wir sind der soziale Klebstoff. Wir haben schon eine wichtige Priorisierung auch für die Menschen. Das gemerkt bei Corona, als alle Restaurants zu hatten, die paar Cafés, die auf hatten, hatten ein Fenster aufgemacht und haben Kaffee rausverkauft und alle standen an der Schlange und haben sich unterhalten. Also jeder Mensch versucht, irgendwo in so einer Herde zusammenzukommen. Und wir sind halt diese Community, die diese Flächenerde schafft. Und deswegen war das überlebensnotwendig. Wahrscheinlich wären, wie gesagt, viel mehr kaputt gegangen. Und wir haben, und das ist das Traurige, Olaf Scholz, deswegen auch unsere Videos, der hat mal ein volles Versprechen abgegeben. Da haben Menschen sich dran Hoffnung geschöpft. Da haben Menschen mit kalkuliert, weil du musst dir überlegen, ich mache 80.000 minus im La Paz, in meiner Individualgastronomie. Wenn 19% gewesen wären, hätte ich jetzt 140.000 minus gemacht. Das ist ja fast das ist ja brutal. Ich meine, die Leute verdienen jetzt schon nichts. Und du hast ja ein Restaurant, das ist nicht irgendeine Klitsche, die niemand kennt, sondern das Restaurant hat einen Namen. Ja, du hast dort 20 Mitarbeiter, hast du erzählt. Erzähl doch mal den Menschen auch, wie du aufgestellt bist und warum du, also wie du überhaupt diesen Laden noch am Leben hältst. Weil du sagst ja selbst, ne, mit 140.000 oder selbst wenn es 80.000 minus sind, macht es überhaupt keinen Sinn, eine Gastronomie zu betreiben, nur aus Liebe an der Branche.
Ja, das ist mein erster Laden gewesen, damals mit 19, vor 27 Jahren. Der Laden ist auch auf TripAdvisor die Nummer 1 oder 2 in Hamburg von 2600 Restaurants. Menschen besuchen mich dort. Wir haben schon viel zu tun. Wir machen, glaube ich, 1,5 Millionen netto. Ich habe eine ganz günstige Miete dafür, dass ich, weil ich so lange da bin. Also alles ist auf grün, aber es bleibt trotzdem nichts hängen. Ich bringe Geld mit, weil die Personalkosten, und das ist, sage ich auch immer so, Leute, hört auf mit Rohstoffe, Energie, ja, das ist auch hoch, aber höher geworden, aber es sind am Ende die Personalkosten, weil Angebot und Nachfrage, wenn der Markt nichts hergibt, dann zahlst du mehr. Es ist, wenn du mir ein Metall oder Gold verkaufen willst, und das ist eine Serie, die sehr selten ist, dann kostet es halt. Ich will das haben. Und so ist es mit dem Fachpersonal in der Gastronomie. Teilweise haben sie keine Gelder mehr, sie haben Gagen, sage ich immer. Und sie können sich das aussuchen. Wenn du heute mit mir nicht mehr einverstanden bist, dann läufst du 5 Minuten weiter und bist beim nächsten und verdienst wieder deine 40, 45 und für eine normale Stelle. Und das gibt die Gastro nicht her. Und früher war es halt so, dass die Gastronomen vor Corona, das ist eigentlich was Gutes, was passiert ist. Viele Gastronomen haben diese Disbalance in unserer Branche, was vorher auch schon da war. Weil der Deutsche will nicht so viel fürs Essen bezahlen, will aber die Top-Qualität, das ist die Kultur, geh nach London, geh nach Istanbul, da zahlst du für gutes Essen richtig Geld. Ja? Und das ist für die Leute selbstverständlich. Hier ist die Preisschiene immer noch nicht so, die verbessert sich jetzt gerade. Aber es war halt so, dass die Gastronomen viel über den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen haben. Ja, mach mal 10 Stunden, 11 Stunden, keine Überstundenvergütung, kein mehr Geld. Und das haben Leute mitgemacht. Und Corona hat ganz klar gezeigt, viele sind abgewandert. Oh. Und das hat sich Gott sei Dank für die Mitarbeiter und für die Gastronomen dahingehend bewegt, dass der Gastronom gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen. Ich muss also besser werden als Unternehmer. Und der Mitarbeiter hat gesagt, ja, ich will das, was ich will. Mehr hast du nicht zur Auswahl. Und dadurch ist es natürlich noch schwieriger geworden. Und diese Phase, sage ich, die wird noch 2, 3 Jahre andauern. Da werden jetzt sowieso noch mal viele sterben. Ganz viele. Aber mit den 19% gibst du halt auch denen Gnadenstoß, die eigentlich an dem Job hängen und seit Jahrzehnten ihre Lebenszeit investiert haben. Weil so ein Laden ist ja kein Wohnzimmer oder keine Wohnung, die du dir anmietest. Du musst ja erstmal Schnittstellen schaffen. Du musst ja investieren. Und vergiss es mit 20, 30.000. Mit Kaffee bist du schon mal 60, 70. Imbiss bist du bei 150. Im Restaurant bist du ab 300. Also das ist richtig Geld. Würdest du sagen, jetzt haben wir ja den Fachkräftemangel, wir haben aber auch das Thema Preissteigerungen. Und wir alle wissen, dass die Preissteigerungen nicht von ungefähr kommen, sondern von einer schlechten Geldpolitik. Es wurde einfach in der Pandemie Geld gedruckt, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, durch jegliche Rettungspakete, die geschnürt wurden, auch schon viele Gastronomien kaputt gemacht, wo es Formfehler gab, wo einfach viele Fehler gemacht haben. Aber jetzt eben auch in der Konsequenz mit steigenden Lebensmittelpreisen für die Gastronomen teilweise. Es gab ja Phasen, da sind die Preise um 100% irgendwie in einem halben Jahr gestiegen. Und das ist ja auch so geblieben. Das heißt, konntet ihr die Preise weitergeben? Siehst du auch das Thema Inflation als Problem für die Gastronomie? Ja, absolut. Du sagst es eigentlich, Dominik. Wir haben für die letzten 2, 3 Jahre haben wir die Preise um 20 bis 30% erhöht, was schon brutal ist. Und genau deswegen, weil immer mehr Menschen von der Inflation betroffen sind, ist es wichtig zu verstehen, wie schütze ich mich gegen Energiepreissteigerungen, wie schütze ich mich gegen steigende Lebensmittelpreise, was kann ich gegen diese politischen Einschläge tun. Dieses Inflationsschutzpapier habe ich für euch kostenlos mit unserer Redaktion erstellt und mit unserem Grafikteam designt. Das ist ansprechend. Es gibt euch eine ganz einfache Anleitung, wie ihr euch schützen könnt. Tut es besser früher denn später, denn ja, wie gesagt, wenn ihr es nicht tut, dann wird es euch einfach eiskalt treffen. Wer denkt, die Inflation ist vorbei, der hat sich geirrt. Sie wird in der zweiten noch viel größeren und in der dritten noch viel größeren Welle kommen. Und den Link findet ihr kostenlos unter dem Video. Wir machen jetzt weiter mit Kemal und den Gastro-Themen, aber ich wollte euch dieses Geschenk hier an dieser Stelle mitgeben. Sinne-Inflation für die Gäste, die Kann das jeder zuschauen. durchdrücken? Also konnte das jeder durchdrücken? Weil Ja, als auch der Top-Gastronom. Dönermann. Okay, Hast ja, du gut. gesehen, ne? Döner 4,50, 4,90, jetzt 7,50, das ist sogar viel mehr. Wobei, das musste sowieso korrigiert werden. Übrigens, dafür bin ich wirklich. Nicht, weil ich mich jetzt einen flexen will, aber dafür bin ich verantwortlich, dass der Dönerpreis nach oben skaliert worden ist, weil ich habe das losgetreten mit ein paar viralen Videos, weil ich gesagt habe, die schafft es gar nicht mehr. Die haben sich gegenseitig die Preise so kaputt gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben 20, 30% die Preise erhöht und dadurch ist der Gast, der 6-mal da war, ist nur noch 4-mal gekommen. Deswegen haben wir ja auch, wir sind 10% inflationsbereinigt vor Corona-Niveau, immer noch. Weil die Menschen ja auch eine Inflation haben. Wenn du kein Geld hast, kannst du sagen, okay, ist alles teurer geworden. Früher bin ich mit 20 klargekommen, jetzt muss ich 30, dann gehst du halt 2-mal weniger essen. Jetzt ist das Problem, der 6-mal kommt, kommt jetzt 4-mal. Wenn jetzt die 12% wieder weitergeht, also die 19% Mehrwertsteuer kommt und der Gastronom hat nichts mehr, was er dazu steuern kann, dann muss er die Preise anpassen um 12%. Das bedeutet wieder für den Gast,
12% Inflation für die Gastronomie oder 12%, die er mehr zahlen muss. Und dadurch wird der Gast halt vielleicht nur noch zweimal kommen. Und das ist der Knackpunkt, da die Gastronomie eben eh nur noch 2 Tage hat die Woche, wo es wirklich knallt. Alle anderen Tage bringst du Geld mit. Jetzt bist du nicht jemand, der nur meckert, sondern du hast eine ganze Bewegung losgetreten. Ihr wart vorm Bundestag, ihr habt die ganze deutsche Gastronomiebranche versucht zu entfachen, alle aufzustehen. Und das ist ja genau das, was viele bemängeln. Alle meckern nur, keiner macht was. Du bist aufgestanden, du hast was gemacht. Du hast viele, auch die Großgastronomen, bewegt. Und dennoch hat es nicht gereicht. Vielleicht erzählst du mal was zu dieser Aktion und ob da doch noch ein Hoffnungsschimmer drin liegt, auch für diejenigen, die sagen, wir machen weiter, ja. Also ich habe gemerkt, DEHOGA macht gute Lobbyarbeit, Politik, aber die Gäste schneiden das nicht. Die verstehen gar nicht, was heißt das für mich. Und ich habe gesagt, Leute, wir müssen eine Kampagne machen, wir müssen die Gäste auch erreichen. Wir müssen dann noch mehr, ich sag mal, mit den Skills der Social Media Welt arbeiten. Und das kennen die halt nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe eine Agentur gesucht, da könnt ihr das realisieren. Ich besorge Unterstützer, große Firmen, mit denen ich gut vernetzt bin. Und habe dann wirklich auch knapp 200.000 € organisiert. Und da haben wir dieses Rettet die Vielfalt-Kampagne losgetreten, wo Leute sich halt auch von Internet, von der Webseite aus, siebenmussbleiben.de, Aufkleber, Plakate, Speisekarten, die hinweisen, was passiert ab dem 1.1., wenn die 19% kommt mit den Preisen. Manche werden die Portionen verkleinern, andere werden die Qualität verschlechtern, andere werden die Preise erhöhen, dass der Gast das irgendwie schnallt. Und damit haben wir auf Social-Media-Ebene sehr, sehr viel erreicht und haben halt unsere Demos gemacht, haben die ganze Stadt beklebt mit Plakaten. Sat.1 war da, RTL war da. Also das Ding hat schon Feuer bekommen, aber die Großen waren auch alle dabei, der Gastronom war nicht dabei. Also in Berlin haben wir den Brandenburger Platz gemietet, den Pariser Platz direkt gegenüber von Adlon. Hammerkulisse, viel Geld ausgegeben. Es waren 300 Leute da, wir haben 2000 erwartet. Die also die Big Player waren alle da, Verbände, DEHOGA waren alle auf der Bühne, CEOs von Transgourmet, Mikro, Lieferando, alle da. Ich habe aber gemerkt in meiner gesamten Kampagnenzeit, dass das Thema für Gastronomen keine Relevanz hat. Du merkst es ja, wenn du was Engagement, kommt DMs viel zurück. Und ich habe ja viele Kampagnen schon durchgezogen. Erdbeben, damals Türkei, haben wir über 1 Million gesammelt. Eine Million Euro für diese Menschen. Alle haben mitgemacht. Ich habe gesagt, das stimmt was nicht. Die haben gedacht, das geht durch. Der Staat kann das nicht machen. Jetzt erst, wo der Staat sagt, hier ist vorbei, ab dem Tag explodiert dieses Ding. Glaube ich dir. Waren auch ein paar virale Videos, aber auch, weil es Leute geteilt haben. Und jetzt merken die halt, Scheiße, was machen wir? Was machen wir jetzt? Und teilweise kriege ich Sprachnachrichten, wo Menschen da drin weinen. Wirklich. Also, und ich sage einfach nur, du, wir können momentan nichts machen. Wir haben einen Haushaltsstopp, ne? Also Ausgabestopp. Damit ist der Sarg zugenagelt. Wir können jetzt nur, und dafür bin ich der Bild-Zeitung echt dankbar, ist immer noch eine Macht in Deutschland. Und die hat es irgendwie abgesehen auf zu Recht auf diese 19, und die macht wirklich Randale. Sonntag kriegen wir wieder einen Hammerartikel in der Bild am Sonntag. Und so kamen immer mehr Unterstützer und auch die großen TV-Stars und Köche. Ich bin ja einer vom Volk. Ich bin Gastronom und ich mache Content. Aber die haben sich nicht groß berührt. Also die haben nicht viel gemacht. Die fangen jetzt auch an, Sachen zu machen, wo ich sage, Leute, ganz ehrlich, Ende November. warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Warum habt ihr nicht Feuer, wart ihr nicht Feuer erlaubt? Das hätten wir schon lange durchgeschaukelt. Aber ja, manchmal muss man eben den Schmerz tiefer oder heftiger spüren. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber ansonsten hat die Kampagne sehr, sehr viel bewegen können. Und wenn die 19% kommen, werde ich mit diesem Verband, das ist der Gastroverein, das ist ja ein richtiger Verband geworden inzwischen, mit auch 3000 Followern auf Instagram. Wir werden mit der Kampagne weitermachen natürlich, weil wir wollen Gleichberechtigung. Es kann nicht sein, dass du Essen nach Hause bestellst, im Pappkarton, habe ich gestern Abend hier gemacht, hier steht es noch, 7%, und wenn ich im Restaurant mit Porzellan, Besteck, Strom, Service, Accessoires, Erlebnis, 19 zahlen. Das ist also, wir kämpfen ja schon seit 20 Jahren dafür, für die 7%. Ja, jetzt ist ja auch vieles vorher gemacht worden. Man muss ja auch offen reden in der Gastronomie und auch im Handwerk. Überall haben ja viele auch noch überlebt, weil man konnte immer so ein bisschen was nebenbei machen, ja. Und das ist ja in weiser Voraussicht vom Gesetzgeber durch verschiedene neue Kassensysteme und so weiter auch geändert worden. Das heißt, die Schlupflöcher sind immer kleiner. Also du sagst, die Konsequenz ist,
alles oder nichts. Das heißt, entweder hast du dich jetzt gut aufgestellt, quersubventionierst vielleicht aus anderen Einnahmen. TV-Koch kriegt ja auch Gelder aus anderen Quellen. Du hast vielleicht ein anderes Systemunternehmen. Aber die Kleinen wird es also alle zerreißen, wenn sie jetzt nichts tun. Jetzt ist es ja noch nicht ganz 12, aber wir sind ganz nah an 12. Der Bundesrat hatte gestern eine Sitzung, habe ich gesehen. Was ist denn jetzt schon auf Gesetzgeberebene passiert? Also die diskutieren das immer noch. Das ist jetzt weitergeleitet worden in so einer Abteilung. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Da wird das nochmal geprüft. Der Staat will ja jetzt Folgendes. Die wollen, dass es eigentlich die Wirtschaft angekurbelt wird. Du kannst aber nicht die Wirtschaft ankurbeln und auf der anderen Seite die Steuern erhöhen. Das funktioniert ja nicht. Ja. Das ist so, wenn du als Unternehmer sagst, scheiße, es läuft nicht mehr, wir müssen jetzt sparen. Du musst dann raus. Du hast entweder Angriff ist die beste Verteidigung. Du musst sagen, wir müssen ja was verändern. Wir müssen Marketing machen. So. Und wenn die jetzt die Steuern erhöhen, dann wird das Land ja, guck mal, in so einer Gastronomie arbeiten 2 Millionen Menschen. 2 Millionen Menschen. Da liegen Darlehensverträge und. Allein die Fläche für Gastronomie, da geht ja kein System rein. Die werden umgebaut werden müssen zu Wohnungen. Das sind ja ganz kleine Kaschemmen, Parterre. Also das wird die Wirtschaft richtig treffen. Vor allem, glaube ich, dass die am Ende weniger in die Kassen kriegen. Wenn du zumachst, hast du ja keine Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, Sozialabgaben, ist alles weg. Alles weg. Bürgergeld, ja. Ist so am Ende. Bürgergeld, ja. Du beantragst Hilfen, deine Mitarbeiter auch. Dahinter stehen ja auch noch ein Riesenteam. Wir sind ja sehr manpower-lastig. Wenn du im Handel 1.000 Umsatz machst, 1.000 Euro, und in Gastronomie brauchst du 5-mal mehr Hände. Also brauchst du das 5-fache an Personal, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Und die werden alle dem Staat auf der Tasche liegen, und am Ende ist hier viele Existenzen, die kaputt gehen für nichts und wieder nichts. Und wir haben jetzt natürlich die Hoffnung, dass der Staat das begreift. Ja. Dass er das begreift und dass er dann sagt, okay, pass auf, wir verlängern das nochmal um ein Jahr. Das wäre schon mal super. Ja, das ist die Hoffnung. Allerdings muss man, hast du es auch angesprochen, sagen, dass das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, dass die Ampelregierung viele Fehler gemacht hat, dass sie verfassungswidrig gehandelt hat, sogar wohlwissend. Also einige Parteien, ich glaube die CDU und die AfD, haben damals die Ampel gewarnt und haben gesagt, Freunde, ihr tut hier etwas Verfassungswidriges, das war denen völlig egal, jetzt wird ein Haushalt gekippt, jetzt möchte jeder seinen eigenen Hintern retten, und zeitgleich kommt dann eine Forderung aus der Gastronomie, dass die Mehrwertsteuer eben bei 7% bleibt. Also das ist das, warum viele Menschen jetzt gerade so ein bisschen die Hoffnung verlieren. Ein weiterer Faktor, an den nicht viele denken, ist natürlich auch die Steuererhöhung für Kantinen und für Kitas und Schulen. Welche Auswirkungen denkst du, wird das Ganze denn haben? Also werden sich hier die Eltern das Essen ihrer Kinder nicht mehr leisten können? Was erwartest du denn da? Weil du bist ja auch gerade mit solchen Essen mit deinem Systemunternehmen unterwegs. Ja. Also ich sehe bei Kitas jetzt nicht so das Problem. Diese 12% beim Essen von 3 Euro, ja, macht 30 Cent, 40 Cent aus, aber da wird man nicht sparen am Kind. In der Betriebsverpflegung, also beim Erwachsenenessen, ja, da müssen wir die Preise korrigieren, und das ist sehr, sehr preissensibel. Das ist so ähnlich wie in der normalen Gastronomie. Da werden wir Probleme haben. Wir haben 24 Standorte mit Betriebsverpflegung, also wir haben Kantinen, Restaurants in den Firmen drin. Da haben wir natürlich schon Probleme. Die Leute sagen, ich habe aber nicht mehr Geld. Jetzt soll ich jeden Tag 1 Euro mehr zahlen. Das sind 20 mal Essen, 20 Euro. Das war nochmal meine Fahrkarte. So rechnen die Leute, ne? Dadurch ist die Hälfte mal mein Fitnessstudio. Oder damit tanke ich mein Auto. So. Da wird es Schwierigkeiten geben. Aber wie gesagt, das Schlimmste ist die Landschaft, die zerstört wird. Also diese kleinen Individual-Gastronomien, die wirklich nochmal so einen Hauch von Leben reinhauchen in die Straßen, die wird's treffen, da werden die Leute, und damit stirbt halt so die gesamte Kultur weg, mal, ne? Das ist nicht mehr so viel Leben an den Seitenstraßen. Und jetzt passiert Folgendes, der Kollateralschaden, den sehen viele nicht. Du hast eine Buchhandlung oder hast einen Klamottenladen, daneben ist ein Gastronom, jetzt gehen die zu, machen zu. Was passiert bei dir? Ist ja ganz normal, kommen weniger Menschen. Ist ja ein Erlebnis. Du gehst raus, kaufst dir was ein, die Frau kauft, du gehst Kaffee trinken, du isst frühstücks was nebenbei. Wir sind ja auch da wirklich ein Entertainer, so, ne? Das bringt Leben rein. Ja. Und da werden natürlich auch die Peripherie darunter leiden, unter anderem eben der Handel. Das ist ganz klar auch. Ja. Shopping Malls, da wird's ja genauso. Also da essen die auch im Haus. Und das in einer Zeit, wo Deutschland wirklich auch gerade zum ersten Mal eine Inflation erlebt. Das Land ist ja unter Schock. Die kennen das ja nicht. In Türkei ist ja Inflation den Trend so. Die wissen genau, das juckt dir nicht, die wissen, wie sie damit umgehen, aber in Deutschland sind die Menschen sehr sensibel. Ja. Und jetzt ein Zeichen zu setzen und noch mehr auf die Mittelschicht, auf die kleinen Schwachen zu gehen, ist genau das Falsche, was sie tun.
Wir sehen es ja, die Tafeln sind überlastet, 60% mehr Obdachlose seit letztem Jahr, also innerhalb von einem Jahr. Und wie du schon sagst, die Innenstädte sterben aus, auch das ist ein Politikphänomen. Also selbst in Villingen-Schwenningen, in meiner Stadt hier, irgendwie als ich hierher gekommen bin, ja, da gab es keinen leerstehenden Laden. Mittlerweile ist jedes dritte Geschäft irgendwie leer und das ist das, was mich persönlich sehr bewegt und auch der Grund, warum wir heute sind, weil jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der in irgendeiner Form politischen Einfluss hat, denkt bitte einmal dran, was ihr tut. Ihr wollt doch auch essen gehen. Ihr wollt doch auch mit eurer Familie in ein Restaurant, ja. Ihr killt hier gerade eine Branche und das Gleiche ist uns, Kemal, auch um den Vergleich mal zu ziehen, im letzten Jahr passiert mit dem Edelmetallhandel. Man muss zugeben, wir hatten drei rosige Jahre. In der Pandemie war es so, dass eben viele Menschen nach Sicherheit gesucht haben. In der Zeit ist logischerweise, weil dann auch die Inflationen gestiegen sind, das Thema Edelmetalle erstmal so ein bisschen salonfähig geworden. Zuvor hatten wir 10 richtige Jahre, in denen wir mussten, dass überhaupt jemand in unserer Branche uns entdeckt. Und dann ging es natürlich durch die Decke und das eine Leid, das andere Glück, wie auch immer. Es gibt immer Profiteure, aber was ich sagen möchte ist, dann hat man erkannt, okay, diese Branche läuft exorbitant gut und über Nacht wurde dann Anfang Oktober, Ende September letzten Jahres die Mehrwertsteuer auf 19% angehoben. Ja. Und es war wirklich so ein Moment, also ich saß zu Hause am Küchentisch, habe gerade noch meine letzten Reisepässe zusammengerichtet, weil ich am nächsten Tag in den Urlaub fliegen wollte. Und dann kriege ich einen Anruf von einem Kollegen, der sagt, hast du schon mitbekommen, 19% Mehrwertsteuer. Und ich lache und sage, ja, komm. Sagt er, nein, schau mal bitte in ein paar andere Shops. Und die hatten die Ware abgeschaltet im Shop, gab dann kein Silber mehr, hatten dann teilweise die Preise hoch auf 30% angehoben, weil sie nicht wussten, kommt das jetzt auf den Preis drauf oder wie läuft das alles? Und dann gut nach 2 Monaten gab es so ein bisschen eine rechtlichere Sicherheit, weil es dann Anfragen beim Bundestag, formelle Anfragen gab, also Anfang November wieder wie bei euch. Und dann wussten wir, okay, alles, was wir jetzt panisch gemacht haben, war zwar falsch, wir hätten noch weitermachen können, aber keiner hat es gemacht, weil sich keiner getraut hat, weil da geht es dann um Millionenbeträge, das wirft dann ein Unternehmen um, weil die Summen halt so groß sind, der Bestell- und der Warenkörbe und dann hatten wir noch 1 Monat die Restbestände rauszuverkaufen und dann war der Sargnagel drin und ab Januar, und da spricht keiner drüber, auch nicht auf YouTube, hat die gesamte Edelmetallbranche 60-80% Minus, ja, so und das ist das, was eine Politik verursacht. Natürlich kommen jetzt die einen oder anderen und sagen, ja, das liegt ja an den gestiegenen Zinsen, kann sein, liegt vielleicht auch daran, ja, aber auf jeden Fall auch daran, dass die Menschen einfach sagen, ich bin nicht bereit, die 19% noch auf dem Anlageprodukt drauf zu zahlen. Es ist so, als würdest du auf eine Aktie 19% zahlen. Und das ist genau der Vergleich, den ich ziehen wollte, Kemal, um den Menschen mal zu zeigen, das läuft mit System. Also es geht gegen Branchen, ja, und es geht ja nicht nur gegen Branchen, die in irgendeiner Form eine Nische sind, wie der Edelmetallhandel, sondern jetzt eben auch gegen die Gastro. Und deswegen meine Anschlussfrage an dich. Ihr habt ja viel Kontakt zur Politik. Gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, dieses Ding noch rumzureißen? Du bist ja noch aktiv, mit 7 muss bleiben und so weiter. Also, ich sag mal, man kann nicht in die Glaskugel gucken. Momentan kommt aber von vielen Politikern wirklich Druck. Bildzeitung, Presse macht Druck. Die haben es verstanden. Ich hoffe, die Politiker werden es auch dadurch verstehen. 50-50. Ich gucke jeden Tag mehrmals auf mein Handy in unserer Gruppen, wo eben so 4, 5, 6 Freaks wie ich drin sind. Unter anderem, die auch viel Macht haben in der Gastrowelt, die schon 30 Jahre dabei sind, Chefredakteure, die auch Insights kennen. Wir wissen es alle nicht. Wir hoffen, dass die Politik zur Vernunft kommt. Wenn nicht, machen wir nächstes Jahr brutal weiter. Und ich habe eins gesagt, das war ein Video von mir, da war ich wirklich emotional. Wir werden euch nicht in Ruhe lassen. Wir werden die Politiker das an die Nase halten. Jede Gastronomie, die zumacht, werde ich denen vor die Nase halten. Weil am Ende haben die Verantwortung. Wenn du den Job da oben annimmst, ja, das ist keine Wellnessveranstaltung. Da musst du auch auf gut Deutsch in der Hose haben und sagen, okay, ja, klar. Wenn ich eine Entscheidung treffe, die 30.000 Existenzen löscht, dann musst du mit den Konsequenzen leben und mit diesem Statement gehen wir auch raus, dass wir sie nicht in Ruhe lassen. Wir werden auf Schritt und Tritt werden wir denen unter die Nase reiben, was hier gerade von denen veranstaltet worden ist. Für eine Gruppe an Menschen, die eh schon ganz unten ist, ja, die viel arbeitet. Wie wär's denn mit Hausverbot für alle Politiker, die da mit drin hingen? Haben wir ja schon. Okay, also, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe auch der Petra Dussmann Group auswendig gemacht. Habt ihr angeschrieben, bitte, ihr macht die Kantine im Bundestag. Macht so. Mhm. Sagt uns, was euch fehlt, 5, 6 Tage und wir sammeln das. Ich krieg das hin. Macht zu. Einfach zu.
Ich ärgere mich, du merkst, das ist ein sehr, sehr, sehr emotionales Thema, weil wir sehen natürlich, klar, wir sehen, ja, die Mehrwertsteuer geht um 12% hoch, mein Gott. Hey, das ist Gnadenstoß. Das ist wie wenn die Bank sagt, es gibt kein Geld mehr. Was macht denn mit euch der Energiepreis, der Strompreis? Das Thema haben wir noch nicht angesprochen. Also wir reden über Inflation, wir reden über Fachkräftemangel, über Mehrwertsteuer. Merkt ihr auch solche Preissteigerungen? Also ist das was, was durchschlägt im Essen am Ende oder in dem Konsum, ja, den die Menschen im Restaurant genießen? Energiekosten ist ein brutales auch ein Brett, sage ich jetzt mal. Aber durch die Energiebremse, ne, ist ja gestern wieder aufgehoben worden. Zum 1.1. wird es also wieder richtig brutal teurer. Es hat sich ja teilweise verdreifacht bei vielen, Ja. ne, die keine langfristigen Verträge hatten, die eben auf günstig und monatlich gekauft haben oder auf Jahresbasis. Da habe ich auch schon einige kaputt gehen sehen. Und das geht ab Januar wieder richtig weiter, das Abenteuer mit der Energie, weil die halt sagen, wir müssen sparen und auch da gibt es keine Sicherheit mehr. Der Staat sagt ja, die Bremse ist aufgehoben ab dem 1.1. Und aber das ist ja noch nicht mal alles. Es ist ja die Maut, die CO2. Also das ist, also ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig, fast 28. Mir geht's nicht schlecht. Ich habe ein großes Unternehmen aufbauen können. Wir machen gutes Essen. Aber ich habe auch die letzten Jahre sehr, sehr viel Geld verdient. Brutal viel Geld. Ich wäre auch schon weg, wenn ich nicht so lange schon im Geschäft gewesen wäre. Keine Chance. Also wie der Cashflow bei mir abgenommen hat, da konnte ich zugucken, war es in der Phase. Ne? Da wirst du nervös, weil du auf der Klar. anderen Seite 150 Leute hast und jeder Mitarbeiter hat auch nochmal drei Familienmitglieder. Da denkst du, Scheiße, wenn jetzt noch eine Welle kommt, dann bin ich weg. Und ich hatte nicht wenig Reserven, aber es muss trotzdem irgendwie weitergehen halt, ne? Es ist schwierig, es ist schwierig. Auf jeden Fall werden solche Leute wie ich vielleicht noch überleben und danach kommt auch eine gute Zeit, aber jetzt ist es erstmal richtig, richtig beschissen und wo wir am Ende mit diesem Land enden, das kann ich dir sagen. Meine Tochter lebt schon in Dubai. Die macht Onlinehandel seit 2 Jahren. Die sagt, Papa, für mich ist das erledigt. Mein Management, Get It Done, eines der größten und bekanntesten Creator Manager, ne? Auch die Firma von Pamela Reif, die mich schon, mein Manager ist nach Dubai, hat sich freigekauft vom Finanzamt. Auch tausend unserer Kunden, ich kriege jeden Tag schreiben, Herr Kettner, schöne Zeit, danke Ihnen, ja, also das ist Wahnsinn, ja, also gerade die Leistungsträger, ja. Das ist weg, die gehen. Ich habe noch ein wichtiges Thema, bevor wir über das Auswandern vielleicht nochmal ganz kurz reden, und zwar das Thema Bargeld. Unsere Zuschauer sind sehr bargeldaffin. Ich habe eine Umfrage gemacht, 92% unserer Zuschauer bezahlen im Supermarkt und in der Gastrobar. Das finde ich schon ein Brett. Jetzt ist natürlich schon so, dass da ein ganz klarer Trend zu erkennen ist. Siehst du denn auch diesen Abgang vom Bargeld, ja, als Gefahr für die Gastro? Also ich höre viele Gastronomen in meinem Umfeld, die sagen, hey, wenn wir das noch gläsern machen, dann ist sowieso alles transparent, dann kannst du das Ding komplett abschließen. Oder siehst du es anders? Also ich finde mal, muss ich sagen, das mit dem Schwarzgeld finde ich nicht fair. Ja, für die, die ehrlich und richtig arbeiten, ist das nicht konkurrenzfähig. Wenn ich so mein Gold nebenbei produzieren würde und du machst Ja, es richtig klar. in einer richtigen Firma, dann Ja. verkaufst du es für 30% günstiger. Klar, dass die alle zu dir kommen. Gleiches Recht sollte für alle gelten. Sauber arbeiten, richtig arbeiten, gut arbeiten und dann hat jeder was davon. Das ist so meine Devise. Und Aber es diese muss ja nicht unbedingt Schwarzgeld sein. Also ich meine, ich persönlich Nein. zahle auch gerne bar. Ja? Also ich möchte einfach nicht, dass der Herr Lindner weiß, wenn ich bei dir essen war. Ja, es geht Ihnen einfach nichts an. Ja? Also aus dem Blickwinkel raus gesehen, Ach so, gibt aus man den dem Menschen ja auch Blickwinkel ein hast du bisschen gesehen. Freiheit. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Bargeld-Fan. Ja, Ja. ich zahle gerne mit Karte. Du musst es gucken, du musst es in der Tasche, dann machst du es raus. Ich hab nicht viel mit Bargeld zu tun, aber viele mögen das. Ich finde, sowohl als auch, es kann beides existieren, koexistieren. Also ich bin da nicht für eins, aber ich habe damit keine Probleme, wenn Menschen sehen, was wir tun. Im Grunde genommen sehen sie hiermit sowieso alles, was wir Klar, machen. Ja, absolut. Wir also sind komplett gläsern, ja. war für mich noch nie ein Thema. Viele Gastronomen stellen jetzt auf Kreditkarte um. Das Trinkgeld ist auf jeden Fall besser, weil die machen so smart 10%, 15% oder 20% oder nichts. Keiner tut auf nichts, sondern also Trinkgeld ist durch das Digitale besser geworden. Das sind so meine Feedbacks. Bargeld ist ja halt viel Arbeitsaufwand, muss man sehen, ne? Diebstahl und das Ganze. Also es hat auch seine Vorteile, diese digitale Welt, aber alles, was eben hat, eben auch seine Schattenseiten. Ja. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist Ja. beides gut.
Also ich habe auch in meinen Läden, bieten mir beides an. Ich glaube nicht, dass ich komplett auf Bargeld verzichten werde in dieser Zeit. Danke, Kimmer. Ich weiß, du hast Termine, ich habe auch Termine. Mir hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich möchte die Zuschauer nochmal animieren dazu. Wir werden Kimmers Kanäle hier verlinken, also sowohl seinen YouTube-Kanal folgt ihm. Ich sehe jetzt gerade 29.100 oder so. Nach dem Video sollten hier mindestens mal 30 oder 31.000 stehen. Folgt ihn, supportet ihn gerne mit seinen Projekten. Wir verlinken auch 7 muss bleiben. Wir verlinken dein Insta, TikTok und so weiter, Kimmer. Ich möchte Danke sagen. Ich lasse dir natürlich, und das ist hier dann der Standard auf unserem Kanal, dem Gast das Schlusswort. Vielleicht noch ein kleiner Appell an die Zuschauer und von meiner Seite schon mal herzlichen Dank. Wir bleiben weiterhin im Austausch und mir hat es Spaß gemacht. Dominik, für die Zuschauer vielleicht erstmal, macht einfach weiter und macht euer Ding und versucht nicht so viel nachzudenken, sondern zu machen und korrigieren während der Fahrt, sage ich immer. Weil du siehst, das Leben ist immer wieder Überraschungen. Man kann nichts zu Ende planen. Also mutig rein. Es gibt nur einen Weg durch die Angst und das ist hindurch, sage ich. Alles andere kann man korrigieren. Und egal was kommt, am Ende bist du dein Limit. Ja, keiner kann dich limitieren. Und das wollte ich vorhin sagen, da ist der Faden mir abgeplatzt, von Handen gekommen. Wenn ich das, was ich hier in Deutschland getan habe, in einem anderen Land getan hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt Multimillionär. Also das ist wirklich schwierig in Deutschland was zu erreichen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein tolles Land. Ja, es gibt einem Sicherheit, Komfort und es ist halt alles so, wie es laufen soll. Also ich liebe Deutschland, aber hat halt auch seine Ecken und Kanten, wie gesagt, im Steuersystem. Da müssen wir ein bisschen flexibler werden, damit solche Leute wie wir, die auch was bewegen wollen, wirklich merken, es lohnt sich für mich. Ja. Und ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Dominik, du bist ein sehr, sehr sympathischer, smarter Junge. Das habe ich an dem Abend erkannt und ich möchte hier sagen, wie du das jetzt anmoderiert hast und durchgeführt hast, Champions League. Ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben, mein Freund. Das sage ich aus voller Überzeugung im Herzen. Ich auch. Und ich denke, die Zuschauer spüren das auch, dass es da passt. Und ja, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich weiß, dass du aus dem Herz redest und ich denke, die Menschen spüren das. Wir haben ganz viele Gastronomen. Supportet bitte weiter, ja. Also ihr seht, es ist noch nicht zu spät. Wir werden das Video zeitnah bringen, damit wir noch viele Menschen erreichen. Dankeschön, Dominik.